Kannst du bitte in die Szene treten, bitte, Hermann? Hier bearbeitet. Sein war du auch. Oh, seine neue. Hier bearbeitet. Liebe Gäste, wir haben heute etwas Besonderes zum Feiern. Das heißt, 5 Jahre Hermann Pavillon. Der Hermann hat mich zum Pressesprecher erklärt heute Abend. Deshalb darf ich zu euch ein paar nette Worte sagen in seinem Auftrag. Lieber Hermann, schön, dass du heute ein Fest machst. Ich begrüße alle Freunde, Gäste des Hauses im Auftrag vom Hermann. Schön, dass ihr da seid. Lieber Hermann, du bist kein Mann der großen Worte, aber ein paar Worte möchte ich über dich verlieren. Ja? Ich bin ja Hobby-Astrologe, der Hermann ist der Geburtssternzeichen Steinbock, er ist eigentlich ein typischer Steinbock, er hat also eine sehr raue Schale, aber ein sehr weicher Kern. Und das zeichnet Hermann eigentlich aus, das habe ich ihn auch kennenlernen dürfen und es macht Spaß, Hermann mit dir zu arbeiten, zu feiern in Oberstaufe. Ich möchte sagen, aus der Zeit, wo wir uns kennen, wenn es dich nicht geben würde, müsste man dich erfinden, ja? Du bist das Lokal. Hermann, du bist das. Hermann, du bist das Lokal der besonderen Gefühle. Eine Frau hat mir zu mir in Oberstaufe gesagt, alle Männer, die normal sind, sind langweilig. Da wir beide langweilig sind, haben wir uns kennengelernt, lieber Hermann. Der Adenauer. Der Adenauer hat mal gesagt, der Altbundeskanzler hat mal gesagt, du musst die Menschen nehmen, wie sie sind, andere gibt's nicht. Und so sind wir halt, Hermann. Andere gibt's nicht. Und so bleiben wir, und so haben wir dich kennen und schätzen gelernt und freuen uns ganz besonders, dass du noch viele Jahre für uns da bist. Danke. Heute Abend. Heute Abend freue ich mich ganz besonders, jetzt darf ich 2 Worte über mich sagen, ich heiße Josef Hauser, komme aus Baden, ich bin ein Weinlobbyist aus Baden und ich habe es fertiggebracht, den Hermann vom Badischen Wein zu überzeugen. Baden und Bayern müssten eigentlich mehr zusammenarbeiten, aber ab heute trinke ich mehr und nachher ein guter badischer Sekt und ein guter badischer Wein, der von meinem Freund Weingut Weber gesponsert wurde. Das ist die Überraschung, Hermann, das darf ich dir jetzt sagen. Das ist gesponsert von meinem Freund. Bayern und Baden, Badischer Wein und Bayern, das passt. Passt schon. Lieber Hermann, ich möchte dir alles Beste wünschen für die Zukunft. Ich würde sagen, spätestens in 5 Jahren treten wir wieder an zu diesem Fest. Und am 25-Jährigen machen wir ganz absolute Finale. Ja? Also, mal warten. Lieber Hermann, komm mal zu mir bitte. Ich möchte dir von meinem Freund und Weingutbesitzer besondere badische Tropfen schenken. Ja? Die badischen Tropfen sind etwas Gutes für uns. Wir stoßen nachher mit allen Leuten an. Aber zunächst darf ich dir etwas Besonderes aus Baden überreichen. Herzlichen Glückwunsch, mach weiter so, bleib so wie du bist und veränder dich nicht. Ja? Alle Männer, die normal sind, sind langweilig. Denk dran, Hermann. Ich werde es versuchen. Ja, sie ist heute meine Assistentin weinmäßig. Ja? Ich erkläre Ihnen jetzt, wie die richtigen badischen Adeligen früher Wein getrunken haben. Ich erkläre es und dann sage ich Ihnen das. Ja? So. Das geht so. Also zunächst, wenn man Wein trinkt, nimmt man eine harmonische Körperhaltung an. Grundvoraussetzung, ja. Harmonische Körperhaltung, ja. Und das Wichtigste ist, wenn man anstoßt, das machen die meisten Leute durch die falsch, die machen alles so. Alles Quatsch. Du darfst dein schönes Gesicht nicht mit dem Glas verdecken. Also wenn man anstoßt, ist hier die Grenze. Hier ist die Grenze beim Anstoßen so. Hier ist die Grenze nicht so. Das machen alle Leute, die keine Ahnung haben von Wein trinken, machen so, ja. Wir machen das anders, ja.
Und dann gibt es noch ein Abtrinken. Man trinkt den Wein und dann trinkt man ab und schaut sich nochmal in die Augen. Und das werden wir jetzt euch zeigen. Die Zenka und ich, wir haben heute Generalprobe gemacht. Deshalb kann ich es sehr gut. Ja? Also, so, liebe Gäste, jetzt zeige ich Ihnen, wie die alten bayerischen Fürsten Wein trinken, getrunken haben. Liebe Zenka, zum Wohl. Schön. Das war das Abtrinken. Dankeschön. Thank you.